Irgendwann stellt sich jedem die Frage, was will ich einmal werden? Das lässt sich leichter beantworten, wenn man bereits als Schüler ausprobiert hat, wo die Stärken und Schwächen liegen. Möglich ist dieser Test bei den Junior-Techniker-Tagen und beim Girls' Day bei der Handwerkskammer Koblenz. Beim Girls' Day dabei Justine, die mir in dieser Ausgabe als Moderatorin assistiert. Hallo, mein Name ist Justine und ich moderiere heute für Sie HWK-TV. In den Lehrwerkstätten der Handwerkskammer Koblenz war in den letzten Tagen einiges los. Bei den Junior-Techniker-Workshops und dem Girls' Day gab es Handwerk zum Anfassen, Mitmachen und Ausprobieren. Ich habe mich dort mal umgeschaut. Viel Spaß und tolle Erlebnisse gab es für die Teilnehmerinnen des Girls' Day, dem Mädchen-Zukunftstag, bei dem über 50 Mädchen aus der Region das Angebot der HWK Koblenz nutzten und die Ausbildungswerkstätten stürmten. Der bundesweite Girls' Day dient der Berufsfindung für Mädchen in technischen Berufen. So, ich stehe jetzt hier in der Videoproduktion neben Judith und was habt ihr denn bis jetzt den ganzen Tag gemacht? Ja, erst haben wir uns gegenseitig vorgestellt, dann haben wir noch so Talkshows gemacht mit so Filmen und so. Und dann haben wir noch verschiedene Leute von verschiedenen, zum Beispiel Zimmermann oder, ja, oder Maurer oder so, haben wir dann halt auch interviewt und so gefilmt bei der Arbeit, damit das gefilmt werden kann. Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Am besten hat mir eigentlich das Filmen gefallen, weil da konnte man halt hier so hinter den Kulissen da halt so gucken von den verschiedenen Berufen auch so. Dann halt so aus verschiedenen Perspektiven filmen, die anderen Leute und so. Ich bin jetzt hier in der Kfz-Werkstatt und neben mir steht Talia. Und ja, was hast du bis jetzt den ganzen Tag so gemacht? Also wir haben bis jetzt einen Motor zusammengebaut und halt alle einzelnen verschiedenen Teile auch eingesetzt. Und was fandest du bis jetzt am besten? Das war eigentlich alles toll. Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren gab es bereits in den Osterferien. Fast 100 Jugendliche ab der 7. Schulklasse nutzten die dreitägigen Junior-Techniker-Workshops und erprobten ihre praktischen Fähigkeiten. Berufsorientierung bei der Handwerkskammer Koblenz, die sichtlich gut ankommt. Wir haben erst haben wir geschliffen, gefeilt und Anstreichen geübt. Was brauchen wir alles hierfür? Und dann am nächsten Tag haben wir halt angefangen, das Vogelhaus zu bauen. Wie habt ihr das gemacht? Erst haben wir den Boden mit der Rückwand festgenagelt und dann die Seitenwände. Und zum Schluss haben wir vorne das Vorderteil gebaut. Wir hatten gestern eine Einführung in das Programm Photoshop und haben gelernt, wie man professionell Bilder bearbeiten kann. Haben halt verschiedene Techniken gelernt. Der Herr Veres hat das vorhin erklärt und wir konnten das dann nachvollziehen am Bildschirm und selber ausprobieren. Außerdem haben wir dann gestern noch draußen Gruppenfotos gemacht, konnten dann selber aussuchen, wie wir unsere Modelle hinstellen und auch mit der Spiegelreflexkamera arbeiten und sind dann am Ende noch in das Fotomediastudio nebenan gegangen. Mit den Junior-Techniker-Tagen und der Teilnahme am Girls' Day bietet die Handwerkskammer Koblenz seit Jahren eine tolle Möglichkeit zur Berufsfindung.
Um viel Information um Faszination Technik, Handwerk und auch Ausbildung ging es auch bei einer anderen Veranstaltung. Die Motormesse Mittelrhein lud am vergangenen Wochenende auf das Messegelände am Wallersheimer Kreisel ein. Mit über 5000 Besuchern war die Messe ein voller Erfolg, vor allem für die KraftfahrzeughandwerkerInnung Mittelrhein und ihren Obermeister Marc Scherhack. Übrigens, die nächsten Junior-Techniker-Tage finden in den Sommerferien statt. Anmeldungen und Informationen unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.